Willkommen zu meinem heutigen Video, in dem es um das geheime Wissen rund um die Heilkraft des Johanniskrautöls geht. Das Johanniskraut, Hypericum perforatum, ist eine Pflanze, die in der Volksheilkunde seit Jahrhunderten eine bedeutende Rolle spielt. Im ersten Teil dieser Serie gehe ich auf die Wirkung des Johanniskrauts in der Volksmedizin, aber auch auf die neuesten Forschungen zu diesem Thema ein. Ein Link dazu, den habt ihr hier oben. Auch das Johanniskrautöl ist Gegenstand vieler Studien. Es weist exzellente wundheilungsfördernde Eigenschaften auf. Den Link zu den jeweiligen Studien, die ich jetzt euch gleich zeigen werde, findet ihr in der Beschreibung. Derzeit wird zum Beispiel an neuen Wundverbänden mit Johanniskrautöl gearbeitet und ist Gegenstand dieser Publikation. Das Johanniskrautöl hat auch eine Tiefenwirkung und wirkt schmerzstillend bei Arthrose, das kann man in dieser Studie hier nachlesen. Deswegen verwendet man das Johanniskrautöl auch so gerne für schmerzhafte Gelenke oder im Rahmen einer Preuß-Massage für die Regeneration von Bandscheiben. Dass Johanniskrautöl wundheilungsfördernd ist und Narbengewebe verbessert, konnte in der folgenden Studie gezeigt werden. Da wird auch auf andere ätherische Öle und deren Wirkung eingegangen. Nun kommen wir zum spannenden Teil, zur Herstellung von Johanniskrautöl. Die Herstellung von Johanniskrautöl ist ein traditioneller Prozess, der die Heilkraft der Pflanze in einem Öl extrahiert, das zur äußerlichen Anwendung bestimmt ist. Für die Herstellung wird das frische Kraut gesammelt, idealerweise rund um den Johannistag, das ist der 24. Juni, wenn die Pflanze ihre höchste Vitalität erreicht. Wichtig ist es, dass das Kraut trocken ist, also sollte es zumindest seit einem Tag nicht geregnet haben, da sonst das Öl leicht zu schimmeln beginnt. Die Blütenknospen und auch die angrenzenden Blätter und Stängel werden geerntet und in saubere Gläser gegeben. Das gesammelte Kraut wird danach mit einem biologisch hochwertigen Trägeröl übergossen. Beliebte Trägeröle sind Olivenöl, Mandelöl oder Jojoba oder Sesamöl, da sie eine gute Basis für die Extraktion der Wirkstoffe bieten und die Hautpflegeeigenschaften des Endproduktes verbessern. Wollen wir das Öl gezielt für die Preuß-Massage verwenden, so wird biologisch hochwertiges, kaltgepresstes Olivenöl verwenden. Sind nun alle Blüten gut mit Öl bedeckt, wird das Glas fest verschlossen und geschüttelt und für mindestens 6 bis 8 Wochen an einem warmen, sonnigen Ort gelagert, wobei das Glas regelmäßig geschüttelt wird, um die Extraktion zu fördern. Das Öl färbt sich allmählich dunkelrot, was auf die Freisetzung von Hypericin hindeutet. Will man ein besonders heilkräftiges Rotöl herstellen, dann ist der Prozess etwas aufwendiger. Wir pflücken das Kraut zu Johanni, also am 24. Juni. Dann lagern wir das Öl in der prallen Sonne bis zu Mabon, bis zur Herbstsonnenwende, das ist der 21. September. Danach bis Schauen, also bis zum 31. Oktober, wird nun das Rotöl an einen schattigen Ort gestellt. Am besten zu den Wurzeln einer alten heilkräftigen Esche oder einer Eiche. Bei Schauen nehmen wir das Öl und lagern es nun bis Juli, also bis zum 21. Dezember, unter der Erde. Wir graben es also ein, wo es nachruhen darf. Dann, nach Ende der Rauhnächte, am 6. Jänner, graben wir das Öl aus und dann räuchern wir es mit weißem Salbei und Weihrauch, um es zu reinigen, und lagern es nun bis Lichtmess, das ist der 2. Februar, an einem kühlen, dunklen Ort. Nach dieser Infusionszeit wird es zuerst abgeseiht, gefiltert und danach in dunkle Flaschen gefüllt, um es vor der Einwirkung von Licht zu schützen, damit auch ja alle Wirkstoffe erhalten bleiben. Trotz seiner vielen positiven Eigenschaften kann Johanniskraut auch unerwünschte Nebenwirkungen haben. Im ersten Teil des Videos erkläre ich die genauen Zusammenhänge. Bitte konsultiere immer deinen Arzt, bevor du Johanniskraut einnimmst oder großflächig auf die Haut aufträgst. Bitte vermeide Sonnenlicht oder Solarium, nachdem du Johanniskraut auf die Haut aufgetragen hast. Ich hoffe, ich konnte euch viele spannende Infos rund um die Anwendung und Herstellung dieses heilkräftigen Öls geben. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu spendieren und meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner Videos rund um Gesundheit und medizinische Themen zu verpassen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen mit dieser heilkräftigen Pflanze waren. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!